Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Fatih wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ja, heute habe ich das Mixtape von meinem Bruder Kool Savas, Essadamus. Essadamus ist ein sehr vielfältiges Mixtape meiner Meinung nach. Und ist für jeden Rap-Zuschauer, Rap-Hörer was dabei. Auf jeden Fall. Willst du was Poppiges? Ist dabei. Willst du was Sweet in deine Fresse? Ist dabei. Willst du was Emotionales? Ist dabei. Willst du was so orientalisch oder was auch immer? Ist nicht dabei, aber trotzdem dabei. Keine Ahnung, ich laber nur Scheiße reingeschissen. Auf jeden Fall, wenn du es jetzt kaufen willst, in der Videobeschreibung ist ein Link. Auf jeden Fall, Essadamus unterstütze, Freunde der Sonne. Denn Kool Savas hat kein Blatt vor den Mund genommen. Und ja, sowas muss man unterstützen. Und ja, ein bisschen Spaß muss natürlich immer sein, Freunde der Sonne. Ist es Kool Savas, King of Rap, King of Kelkafa, King of dein Armageddon. Auf jeden Fall, Spaß beiseite, nochmal. Und ja, lass uns nochmal neu beginnen. Nein, ich mach weiter. So, was habe ich gesagt in dieser kurzen Zeit? Nicht mal eine Minute habe ich Scheiße gelabert. Aber egal, wir lassen drin, es ist mein Style, Baby. Und ja, jetzt zeige ich das Prachtstück. Es war damals in der limitierten Deluxe-Box. Ich glaube, die ist ausverkauft. Vielleicht ist es jetzt wieder da, weil nachproduziert, keine Ahnung. Ich mache in der Videobeschreibung die Links. Du kannst es gerne abchecken, gar kein Problem. Ihr wisst, Kool Savas muss man unterstützen. Eine Hand wäscht die andere Hand. Support im Ghetto. Und das ist gutes Material, Baby. Und ja, wenn du nicht diese Box haben möchtest, es gibt auch noch die Standard-CD. Einfach, dass du zum Beispiel in der Autoregal schön ablegen kannst und nicht die ganze Zeit diese Box mittragen musst. Aber ich sag dir einen Tipp, das habe ich von Industrie XY bekommen. Aber das sagt das keinem bitte. In der Box ist auch die CD so lose drin. Du kannst sie auch rausholen und einfach so mitnehmen und in deinen CD-Dingsbum-Rekorder reintun. Ja, ja, sowas geht ja heutzutage. Oder du nimmst das digital. Einfach über Apple oder iTunes. Also ist auch Apple, also wie heißt das? Amazon Music oder Google Play. Kannst auch digital. Digital ist legal. Okay, egal. Und ja, ich bin echt aufgeregt. Das Album ist so emotional gewesen für mich. Ehrlich, aber kommen wir gleich zu. Jetzt packen wir das mal aus. So, Butterfly für Arme, das ist mein Habib. Der wird zerschneidet, zerschnippelt oder zersägt jede Box. Auf jeden Fall, reingeschissen. So, ja, bevor ich das aufmache, möchte ich kurz meinen Bruder Roos grüßen. Schöne Grüße, Gangzeichen. Und ja, du weißt Bescheid. Eine Hand wäscht die andere Hand. Auf jeden Fall. So, das haben wir erledigt. Abgehakt. Was gibt's noch zu sagen? Wenn wir schon dabei sind, schöne Grüße an Kool Savas, Bruder Habib, ich liebe dich. So, das haben wir auch abgehakt. Nebenbei ist einmal knusprig. So, jetzt machen wir auf. Jetzt habe ich so viel geredet. Habt ihr euch Kool Savas Album gegönnt, Essadamus? Sorry, Mixtape. Also ich hab's ja, wie ihr seht. Ich will euch überzeugen damit, damit ihr auch gute Musik unterstützt, Freunde Sonne. Es ist wichtig heutzutage, weil, ja, einerseits, guck mal, ich sag euch mal was. Bei uns sagt man, wenn man Musik illegal runterlädt, ne, das ist Haram. Weißt du warum? Da steckt Arbeit, Fleiß, Blut und vielleicht ein bisschen Geld drin. Und deshalb, wenn du das illegal downloadest, ist es nicht gut. Es ist böse. Deshalb, Böses wollen wir nicht unterstützen. Denn sonst kommt der Priester und macht so. Der Priester, egal. Ich laber noch Scheiße, egal. So, auf jeden Fall, das Design, ey, vom Box. Einfach, sowas hatte ich noch nicht. Ist schön wie so ein Karton. Einfach, diese Design. Einfach schaut euch das selber an. Ich laber noch Scheiße, guck mal. Auf jeden Fall, so sieht das Cover aus von der Box. Kool Savas in jungen Jahren, aber kommen wir auch gleich zu. Essadamus steht drauf, Kool Savas, von der Seite nichts, alles schön rot, schön so glatt, fühlt sich super an, also ist rutschig, nicht matt, sondern so glänzend. Von hinten steht das drauf, halt von wo das kommt und so weiter. Und ja, die Box geht so auf. Moment, das ist ein bisschen schwer, so, so. Wenn man das aufmacht, sieht das von innen so aus. Fast rausgefallen. Aber die Cap kommt zum Vorschein. Richtig geile Cap. Material ist 100% Kängurusaft mäßig. Oder Känguruleder. Sagen wir Känguruleder. Wegen Saft wäre das ja nass, ne? Auf jeden Fall egal. So, ziehen wir das ab. Schöne Haare, nicht frisiert. Reingeschissen. Und ja, so sieht die Cap aus auf jeden Fall. Richtig geil. Die Naht fühlt sich super an. Kann ich näher? Boah, reingefallen. Spaß. Auf jeden Fall, ich will euch das nur zeigen. Ehrlich, ich will wie QVC. Irgendwann sollt ihr mich anrufen und mir meinen Vertrag machen, Alter. Ich verkaufe euch alles. Ich drehe euch alles an, wenn ihr wollt. Zah! Okay, ich habe nur Scheiße gelabert.
Weil von innen steht Estadamus. Ne? Ja. Moment, ich gehe mal so rein mit der Cap. Sorry, ich sehe jetzt nichts mehr. Okay. Okay. Auf jeden Fall, nee, das lasse ich drin. Ist das meine Größe? Ich weiß nicht. Machen wir so. Ja, sieht schon geil aus, so rum. Aber vielleicht mal so rum, oder? Boah, da ist mein Kopf zu klein. Soll ich so lassen? Ja, aber warte, dann mach ich eine Größe mal größer. Machen wir so. Wir haben ja Zeit. Sonst spult vor, Freunde der Sonne. Ist auch kein Problem. So. Gib mir einen Daumen hoch, wenn das gut aussieht. Wenn nicht, egal, gib trotzdem. Heute machen wir einen guten Tag. Die Sonne scheint ein bisschen. Und ja, fühlt sich super an. Ist es schön, die Qualität von meiner alten Cap zu dieser Chocbüsel. So. Da kommen wir das zu, kommen wir gleich zu und fangen wir mit dem Poster an. So. Das Poster ist passend, wie heißt das, wie quadratisch so, ja, angepasst worden zu der Box. Ist ja auch quadratisch, mache ich mal zu den Deckel. Wenn die Box nicht so, sagen wir mal, überlegt so, ja, ich habe keine Lust, das reinzutun, die CD und den Poster will ich aufhängen und dieses Textbuch nicht mehr reintun, kannst auch andere Sachen reintun. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Kaugummis oder, ja, was gibt's denn noch? Viele andere Sachen halt. Krimskrams, heutzutage sagt man das so, Krimskrams. Ja, so, kommen wir zum Poster. Das Poster ist schön dünn, so fühlt sich super an. Nicht so extrem groß, auch viereckig, nicht so wie Blatt A4 mäßig. Oh, oh, Kusawasch ist hier drauf. Auf jeden Fall richtig nice. Vielleicht für den Fangirl, heute gab es bestimmt Fangirls noch, oder? Gibt es Fangirls? Schreibt in den Kommentaren, ich bin Fangirl. Und ja, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Lotti Carotti. Hängt auch über das Bett oder unter das Bett. Könnt ihr auch aufhängen, ist gar kein Problem. Aber das würde ich nicht, ey, dieser Mann. Nein, nein, das kommt über das Bett, ja, ja. Naja, auf jeden Fall andere Seite. Estadamus Cover. Richtig emotional, das Cover, meiner Meinung nach. Aber vielleicht habt ihr das Interview gehört, warum er dieses Cover ausgewählt hat. Wallah. Ich stehe hinter dir, Bruder. Wie das Cover. Ich stehe hinter. Ha, hat keiner verstanden. Egal, auf jeden Fall sieht das geil aus. Ich weiß, man sieht nicht alles jetzt so perfekt. Aber egal, ihr wisst, wie das Cover aussieht. Ich zeig euch das eh gleich auf der CD. So, wie geht das zu? Machen wir so. Yalla. Zack. Zack. Anders geknickt, aber egal. So, jetzt kommen wir zum Textbuch. Oder heißt das Textbuch? Lyricsbuch oder Lyricbuch. Lyricbook. Englisch-Style. Lyricbook. Dann sag mal Book. Bei uns sag mal Bock. Bock. Wurscht. Spaß. Auf jeden Fall richtig geil. Oh, fühlt sich auch qualitativ hochwertig an. Ja. Erste Seite. Ich sag jetzt nicht jede Seite, okay? Ich zeig euch mal mittendrin. Einfach so. Spontan. Könnt ihr lesen. Drückt auf Pause. Ja. Das war der Sido-Part übrigens eben. So, was gibt's noch? Ja, hier. Das ist das Beste. Beste. Was steht da? Auge. Wer macht Auge? Du. Du gönnst nicht? Dann bist du falsch hier. Ehrlich. Du bist ein Gönner. Unterstütze Kusawasch. Gibst einen Daumen hoch und abonnierst meinen Kanal, Bruder. Oder Schwester, Großcousine, Tante, wer auch immer. Habib, unterstützen. Was sagst du draußen? Ah nee, du falsche Seite. Was sagst du, Bruder? Wand, du warst letztes Video nicht dabei. Jetzt bist du wieder dabei. Unterstütze Kusawasch. Guter Junge. Heute bist du lieb. Braver Junge, so, so muss es sein, so muss es sein, jawohl. Auf jeden Fall laber ich so viel Scheiße reingeschissen. Gehen wir mal auf Steinzeit. Die Steinzeit wird irgendwann wiederkommen, das wissen wir alle. Deshalb machen wir weiter. So, von hinten, on, krasser Track, auf jeden Fall, jetzt ist grün. Also ist schön, warte, ich sag mal, so, oh. So, okay. Schönes Textbuch, warte, ich sag mal noch die letzte Seite, vielleicht wollt ihr das sehen. Letzte Seite, SRS-Song, Hammer. So, haben wir alles gezeigt, Cap, alles gezeigt, super. Jetzt kommen wir zum Album, zum Meisterwerk meiner Meinung nach. Super Album, Mixtape, sorry. Gib schon Hate, du sagst ganz ein Mixtape-Album. Ja, das ist ein Mixtape, Minion. Ich weiß es. Mein Papa hat auch damals gesagt, das ist ein Mixtape, aber war es doch ein Album. Ja, ja. So, hey, wie geht das auf hier? Wo ist hier? Ach, da. So, danke. Muss ich das schön hochziehen? Ach, ich hasse das. Ich hasse das. Komm mal her, mein Sohn. Sauber. So, das Müll weg.
Schön recyceln. Ist Plastik. Auf jeden Fall, so sieht das Cover aus. Krasses Cover, ehrlich, wo der es erzählt hat, was das alles bedeutet. Wer das ist, also hier, das ist die Mutter, der Vater ist hier, Kusavaş, das ist Türkei, Istanbul, wenn man das, also war Istanbul, ne? Ja, müsste Istanbul sein. Sorry, wenn ich das wirklich vergessen habe. Auf jeden Fall, doch, das war Istanbul. Ja, der Opa hat ein Intro gemacht, richtig emotional, ungelogen. Vielleicht versteht man das nicht, weil manche kein türkischer Bürger ist oder kein Türkisch versteht. Vielleicht bist du auch ein Deutscher, der Türkisch versteht. Das ist super. Aber vielleicht 70% oder 50-50. Ich weiß nicht, wie hoch die Quote ist, der Türke. Quote in Türkisch. Spaß, schöne Grüße. Ja, ehrlich. Intro war so emotional, Freunde. Also, das heißt, Anekdoten aus Istanbul 2. Ehrlich, mir kamen die Tränen, das ohne Fake, ohne Gelaber jetzt, ja, warum sagst du das, bist du kein Mann? Wenn du das verstehst und wenn du dich in diese, Situation einsubindest und das einfach mal positiv so lässt, zulässt, diesen Track, das ist kein Track, kein Beat, so, ist emotional, meiner Meinung nach. Und deshalb kamen mir die Tränen, ja, ich gebe das offen zu, ist gar kein Problem, real shit, motherfucker. Und der Übergang zum zweiten Song, Suchender, heißt das Suchender? Feed Paulina, sorry. Hoffe, sieht man das. Wenn nicht, bisschen schlecht, sorry. Auf jeden Fall, Track 2, der Übergang, übertrieben Gänsehaut, habe ich direkt bekommen. Ich hatte krasse Beats an. Hört nie über Handy Musik oder über Laptop. Wenn Laptop mit Anlage verbunden, beste. Auf jeden Fall nicht über so Handy oder, keine Ahnung, so 80 Cent Kopfhörer. Ist nicht gut. Zieh dir so schöne Kopfhörer an oder schöne Anlage und lass es knacken. Lass es knacken, Lotti Karotti. Und dann erlebst du vielleicht das Gänsehaut-Moment wie bei mir. Ach, ich hab's zugegeben. Ich kann's. Ich bin Mann. So, auf jeden Fall. Der Übergang vom Intro, also Anekdoten aus Istanbul 2, zu Suchender. Emotional vom, ey, das war der Anfang schon, ne? Und dann ging's richtig ab von, Baby, ich bin ein Rapper, Casey Rebel. Ich war überrascht, wegen auf dem Handy stand noch nicht Casey Rebel Feature so. Dann hörst du Casey Rebel. Bombe, Bombe. Wie emotional noch krasser. So Gänsehaut war auch richtig krass, wie der so reinkam. Casey hat ja so diese Segelstimme so ein bisschen. So, ich kann es nicht nachmachen. Auf jeden Fall übertrieben geil. Und ja, ich bin fertig, richtig krass. Was ich fragen wollte, vielleicht schreibt ihr das mal in den Kommentaren. Ich bin fertig. Ist doch Kusavaş Oma, ne? Oder ist das was anderes? Kusavaş, wenn du das Video siehst, kannst du mir auch gerne schreiben. Ist doch Oma? Ich bin fertig. Das sagt doch deine Oma, oder? Egal. Auf jeden Fall Track 8. Von 1 bis 4 übertrieben geil. Track 5, Triumph. Richtig krass. Feature oder Kollabo des Jahres. Ey, da Sido drauf, Azad und Adresse. Adresse, sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Ey, Unnummer Gänsehaut wieder. Ey, Kusavaş und Azad waren schon jahrelang keine Songs gemacht. Von One damals. Bis jetzt, ey, richtig emotional. Und dann noch Sido. Noch nie gab es Sido-Feature. Richtig emotional, Alter. Ich habe mir das Video nicht reingezogen bis zu diesem Tag, wo es gestern rauskam, das Album. Gestern oder heute? Ich weiß, egal. Auf jeden Fall, richtig emotional, Alter. Ehrlich, ich will One 2. Mein Nacken gehört dir. Ich will auch Feature machen, wenn ihr wollt. Schreib mich an. Nein, Spaß. Auf jeden Fall wäre cool. Also schreib mich an. Egal wer. 6, also Track 6. Esadamus. Boah, was für ein Beat, Alter. Ehrlich, ich bin mittendrin. Ich freue mich. Ich krieg Glücksgefühle. Kein Problem. Ich rede auch länger an dieses Video. Ist mir egal. Ich muss das rausholen und euch zeigen. Weil ich verbinde Musik. Mein Leben ist Musik, Alter. Sonst würde ich nicht jede Box unterstützen oder jeden Rapper, weißt du? Und ja, Holy Skit, richtig geil, feier ich, übertrieben, wenn nicht. Manche sagen, Skit ist nicht so, aber okay, ist Geschmackssache. Rapper wie du, feat. MOR, richtig krass, MOR, die Gang, richtig geil. Aber nicht jeder war dabei, glaube ich, oder? Und wer MOR kennt, Daumen hoch. Auf jeden Fall richtig geil. Bei manchen Songs ging es weiter, von wenn der Track fertig war, das war geil auch. Zum Beispiel, da kam jetzt, weiß ich nicht mehr, irgendwann kam irgendein andere oder haben weiter gesungen, so andere Beat kam und das war geil, richtig geil. Das fand ich super. So,
Auge. Jeder kennt den Song Auge. Ja, viele machen Auge. Du musst aufpassen. Wenn du Auge zu viel machst, geht dein Auge kaputt. Fällt Auge ab. Ja, ja, mach nicht so viel Auge. Naja, so, ich rede sehr viel, sorry. Track 10. Ernst gemeint. Feat. Oli Banyo, PA Sports, Mon Michel. Michel oder Michel. Michel, egal. Richtig krass, ehrlich. Eine Kombination. Oli Banyo, PA Sports und Mo. Oder Moe. Richtig krass. Richtig krass, Alter. So eine Kombination nach Kool Savas. Richtig geil. Feier ich übertrieben und ja, lass ich zugelten. Super. Steinzeit featuring Lars Unlimited, Karen. Karen, ja, Karen. Sorry, wenn ich immer falsch ausspreche, aber ist egal, ist nicht schlimm. Richtig geil, Lars, sowieso ein talentierter Rapper, meiner Meinung nach. Der hat zu wenig Aufmerksamkeit, muss man unterstützen. Und ja, so, ich weiß, ich glaube, ich rede zu viele. Ist egal, ich mache weiter. Nebenbei zeige ich nochmal die CDs, wie die aussehen. Auf jeden Fall, Track 14, Wahre Liebe, Sammy Deluxe, AR The Rugged Man. Rugged Man, sorry, wenn ich das wieder falsch ausspreche. Auf jeden Fall übertriebener Song. Gefällt mir, Sammy Deluxe sowieso King, meiner Meinung nach. Und ja, der nächste Track, sage ich euch, einen Moment. Es sind zwei Seiten übrigens, so sieht's aus. Und von der anderen Seite. So nebenbei, damit euch nicht langweilig wird. So. Track 15, Candyman, ey, Candyman. Sorry, das hat mir nicht so krass gefallen. Wie gesagt, es hat viele Variablen, egal. Auf jeden Fall, Kursarbeit singt auch so ein bisschen, dies, das, aber Candyman so, was für ein Song ist das, Bruder? Richtig geil eigentlich, aber auch richtig reingeschissen so ein bisschen. Aber ist nicht schlimm, mein Geschmack fällt es nicht so 100%, aber gar kein Problem. Dafür Track 16, Luftschlösser, featuring Abbas, der Produzent, richtig krass, Alter, der Beat, Alter, der hat alles zersägt, auch meiner Meinung nach, richtig krass, Freunde, Mann, ehrlich, pff, ich frag mich, das ist doch kein Mixtape, Alter, das ist ein Album, klar, Album geht mal anders an, bei, sagt ja Kusabasch auch, aber ey, richtig krass, gefällt mir übertrieben. So, kurz nebenbei, supporten, Tour, Merch, unterstützen, 2017 Esther Damos Tour. Und ja, ganz schnell, ich laber zu viel Scheiße, ehrlich, sorry. Track 17, auf euch, auf euch gehört, Interlude. Achso, ja, ja, das war der, okay, okay. War auch cool, ey. Zieh einfach rein. Ich sag ganze Zeit hier, ich zieh jeden einzelnen Song auf gerade, Mann. Track 17, Esther Damos, Feed Karen, die ist überall dabei, richtig nice. S.A.S.A. ist ein krasses, meiner Meinung nach, sehr krassen Song, der emotional auch ist, meiner Meinung nach. Werdegang-mäßig Style auch. Richtig geil. Ich finde, das ist einer der besten Tracks. Ist auch Outro. Ich finde auch Intro und Outro immer krass bei jedem Album. Und da hat es wieder positiv, das ist Mixtape, ich weiß, richtig positiv überrascht. Richtig geil. Ehrlich, zieht euch mal den Outro an. S.A.S.A. Richtig geil. Richtig geil. So. Sorry, heute ist ein langes Video. Keine Ahnung, ich weiß. Aber es muss sein. Ich verstehe nicht. So 5 Sekunden ist so reingeklatscht. Klar, manche haben keine Zeit. Dann nimm dir Zeit, Digga. Weißt du, ich muss Digga sagen, sonst bin ich nicht cool. Auf jeden Fall, Digga, du musst das mal. Also gönn, gönn einfach. Mach kein Auge. Du machst 20 Minuten Videos, Vati. Ja, und? Mach ich. Weil ich Musik liebe. Deshalb, du musst das einfach spüren. Deshalb mache ich so lange Videos. Ist es halt so passiert. Wenn nicht, nimm dir die Zeit nicht, guck die andere YouTuber an, guck die andere Unboxing-Videos an, gar kein Problem. Supporte. Aber da mach kein Auge, weil ich so lange Videos mache. Da brauchst du auch nicht anschauen. Deshalb. Wollte ich mal nur so gesagt haben. Ich habe Review mit Unboxing, mit zu viel reden, gar kein Problem. Habe ich alles gemacht. Jetzt hast du alles, jetzt bist du dafür vorbereitet. Du musst das Album jetzt kaufen. Ansonsten geh nach Hause, geh schlafen. Und ja, das war's. Esther Damos, ein Album, was ich sehr empfehle. Sehr, sehr. Ehrlich, Mann, das ist so emotional immer noch. Ich zieh mir das auf jeden Fall rein. Zieh das mehrmals rein, ja? Weil einmal reicht nicht. Hör zwei, dreimal an, da verstehst du manche Lyriken. Kusawasch, wie gesagt, verstehst du manchmal nicht. Das hörst du jetzt zweimal an. Und ja, Freunde der Sonne, abonnier meinen Kanal, check die Videobeschreibung ab.
Und ja, dann sehen wir uns demnächst. Lasst knacken, könnte man sagen. Und ja, was soll ich noch sagen? Ihr kennt das. Videobeschreibung. Immer abchecken, unterstützen, supporten. Und ja, es hat Damos. Box Cappy sieht so aus, richtig geil. Und ja, euer Fati. Ciao mit V oder tschö mit Ö. Reingeguckt. Piu. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.